Willkommen zum Karrieremagazin. Dass Unternehmen ganz konkrete Werte formulieren und auch dafür einstehen, wird immer wichtiger. Für KundInnen, aber auch für MitarbeiterInnen und natürlich die zukünftigen. Heute besuchen wir 120, das ist eine Tochtergesellschaft der Salzburg AG mit großer Vision und einem Team, das die Werte der Firma auch selbst wirklich lebt. Effizientes Wirtschaften, Kostensparen und erneuerbare Energien umfassend und individuell integrieren. Das sind Themen, die vor allem auch für Unternehmen immer wichtiger werden. Auf diesem Weg begleitet sie die 120. Hallo, grüß euch. Ich bin der Tobias Wiener. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der 120 und passionierter Klimafighter seit Jahrzehnten. 120 ist das Unternehmen, das für die GreenTech-Strategie der Salzburger AG steht, nämlich außerhalb von Salzburg als Leuchtturm. Wir beraten grüne Zukunft und bauen die auch für Kundinnen. Wir alle verfolgen die Klimakonferenzen und die Notwendigkeiten, dass wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und dazu braucht es ganz viel Veränderung. Und wir unterstützen große Kunden, B2B-Kunden, daran, diese Veränderungen auch zu machen. Vor wenigen Wochen ist die 120 in ihr neues Büro in der Strubergasse eingezogen. Hier und da wird noch fleißig geschraubt und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Vor einem Jahr noch hatte die 120 einen Mitarbeiter. Mittlerweile sind es 16 und die Zahl steigt stetig. Eine von ihnen ist die 25-jährige Hanna Kratzer. Sie ist hier als Consultant tätig. Ja, im Consulting-Team sind wir damit beschäftigt, dass wir Unternehmen unterschiedlichster Branchen und auch Größen am Weg zur Klimaneutralität begleiten. Das heißt nichts anderes, wir erheben den Status quo, schauen, wo stehen die Unternehmen am Weg dorthin, welche Ziele haben sie sich selber gesetzt und wie können wir gemeinsam diese Ziele bestmöglich und so effizient als möglich erreichen. Und oft wissen die Kunden gar nicht, wo sie stehen. Fakt ist, jeder Kunde muss von jetzt viel CO2 auf wenig CO2 kommen. Und wir nehmen den Kunden wirklich an der Hand bei dieser Customer Journey, stellen fest, wo steht er und bauen dann für ihn im Prinzip das System um in Richtung Unabhängigkeit in Klimazukunft. Ja. Ehrlicherweise gestaltet sich jeder Tag anders. Also es gibt keine klassische 9-to-5-Routine, wenn man so will. Es gibt Tage, da bin ich gleich in der Früh vor Ort bei Kunden und Kundinnen, wo wir Workshops abhalten. Es gibt Tage, da bin ich den ganzen Vormittag mit Mails beschäftigt. Es gibt Tage, da bin ich in unzählig vielen Calls. Also es ist wirklich jeder Tag unterschiedlich. Ich bin manchmal zu Hause, manchmal vor Ort im Office. In Wien, in Salzburg, also überall, wo man sich so vorstellen kann. Hannas Job ist vielseitig, denn jedes Projekt, jeder Kunde und jede Kundin ist einzigartig. Neben den Consultants arbeiten hier auch Green Solution Manager. Die können technisch Lösungen auslegen, können aufs Dach kraxeln, dort auch sich Dinge anschauen und E-Mobilitätslösungen für Kunden, Parkplatz aufgraben, diese ganzen technischen Installationen machen, auch und das umsetzen. Und dann haben wir auch Partnermanager, die finden neue Partner, sie schließen Verträge mit Partnern und sie betreuen dann auch solche Projekte in der Umsetzung mit den Partnern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 120 leben auch privat die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für mich ein Begriff, der nicht nur aufs Ökologische zu beziehen ist, sondern auch aufs Soziale ganz stark. Da bin ich privat sehr engagiert, ich bin ehrenamtlich tätig für verschiedenste Initiativen, aber jetzt im ökologischen Sinne versuche ich bestmöglich so wenig Schaden als möglich anzurichten. Ich ernähre mich überwiegend vegetarisch oder auch vegan. Ich lege alle Wege quasi klimaneutral zurück mit dem Fahrrad oder mit der Bahn. Sie fahren eigentlich seit 10 oder 12 ein elektrisches Auto, habe Energieaktivhaus umgesetzt, das heißt, ich lebe das auch persönlich. Es ist ein Mindset-Thema, es ist ein bisschen ein Bewusstseinsthema, aber es hilft uns allen, glaube ich, wenn wir das ernst nehmen. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiterinnen, die bei der 120 arbeiten, authentisch für das Thema Klima- und Energiewende brennen. Uns ist weniger wichtig, wo die herkommen, uns ist wichtig, die brennen für das Thema, wollen wirklich das Thema verstehen und es gibt heute noch zu wenig Antworten auf die Klima- und Energiewende und wir sind Mitarbeiter, die diese Antworten finden, extrem wichtig. Wenn Sie Lust auf einen Job bei der 120 haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin. Jobs, Jobs und nochmal Jobs gibt's auch bei der Salzburger Lokalbahn. Da tut sich viel Neues und da werden nicht nur LokführerInnen gesucht. Die Salzburger Lokalbahn ist eine der Hauptverkehrsadern im Bundesland. Sie bringt jedes Jahr rund 5 Millionen Fahrgäste aus dem Umland in die Stadt Salzburg und wieder sicher nach Hause.
Derzeit wird sie vollständig erneuert und in den nächsten Jahren auch massiv ausgebaut. Wir bauen gerade mit Fördergeldern in Höhe von 150 Millionen Euro die gesamte Infrastruktur aus. Das heißt, hier in eine moderne, sichere Infrastruktur. Für das brauchen wir auch geeignete Mitarbeiter, die uns hier begleiten. Auf der anderen Seite erwarten wir schon neue Fahrzeuge, auch vom Land Salzburg zur Verfügung gestellt, ab 2026 ein komplett moderner Fahrpark. Dieser wird dann auf den neuen Gleisen in einem noch engeren Takt unterwegs sein. Damit soll die Salzburger Lokalbahn noch attraktiver für die Bevölkerung werden. Mehr Züge, die öfter fahren, brauchen aber auch jede Menge Personal. Die Suche danach ist bereits angelaufen. Wir brauchen motivierte, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen speziell Leute im technischen Bereich. Da haben wir Elektriker, die wir suchen. Wir suchen Eisenbahntechniker, wir sind Schlosser, wir sind Schweißer, Leute, die Mechatronik auch Ausbildung haben oder auch Berufserfahrung. Und wir suchen immer wieder Nachwuchspersonal im Fahrdienst. Fahrdienst sind bei uns ZugbegleiterInnen und auch Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeugführerinnen. Da sind Jobs für alle Altersgruppen mit dabei. Einige brauchen moderne Skills, andere viel Erfahrung. Das ist sowohl für ganz junge Leute interessant, die dann vor allem in eine Zeit hineinkommen, wo sich sehr viel tut, wo sehr viel Neues kommt. Die Lokalbahn wird in den nächsten Jahren grundlegend erneuert, bekommt neue Fahrzeuge, bekommt neue Gleisanlagen, neue Stellwerksanlagen. Ist natürlich auch für ältere Leute interessant, die als Wiedereinsteiger oder als Eisenbahninteressierte Menschen ins Berufsleben zur Bahn wechseln wollen. Der Einstieg in einen Job bei der Salzburger Lokalbahn wird den Neulingen leicht gemacht. Zuerst geht es zu einem kurzen medizinischen Check, danach folgt die interne Ausbildung. Und das alles bereits im vollbezahlten Anstellungsverhältnis. Aktuelle Stellen gibt es zum Beispiel für Elektriker. Unsere Elektriker haben mehrere Einsatzbereiche und da werden sie auch spezialisiert ausgebildet. Einerseits haben wir Elektriker, die sich um die Triebfahrzeuge kümmern, die Elektrik bei unseren elektrischen Fahrzeugen. Andererseits haben wir die Sicherungstechnik, das heißt die ganzen Signale, Leit- und Sicherungstechnik, das ist ein Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt sind die Oberleitungen. Einerseits bei der Lokalbahn, andererseits beim OBUS. Werden Sie noch heute Teil der Mobilitätswende, Teil einer grünen Zukunft bei der Salzburger Lokalbahn? Alle Infos zu offenen Stellen vom Elektriker über Mechatroniker bis hin zum Fahrdienst finden Sie auf www.salzburger.at/durchstarterin. Sie das? So nach der Frühjahrsmüdigkeit kommt die große Hitze und ein Durchhänger im Herbst und dann auch noch die kurzen Tage im Dezember. Es könnte aber auch an einem ermüdenden Job liegen. Vielleicht sind Sie ja bereit für ein neues berufliches Abenteuer. Jetzt gibt's wieder Einblicke in einen spannenden und sehr vielseitigen Bereich. Ja, hallo, mein Name ist Walter Steiner. Ich bin in der Netz GmbH im Department Local Offices und Ressourcenmanagement tätig. Bei uns sind im Wesentlichen drei Dinge wichtig. Das sind erstens die Kundinnen, zweitens die Kundinnen und drittens die Kundinnen. Im Department kümmert man sich um die Begleitung der Kundinnen und Kunden von der Unterschrift bis zur Inbetriebnahme von Netzanlagen. Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen im Land Salzburg unsere Produkte zur Verfügung stehen. Das geht vom Stromanschluss über Wasser, Wärme bis hin zum Telekom-Anschluss, wo wir landesweit ein sehr gutes Produkt anbieten können. Manfred Gradl arbeitet bereits seit 35 Jahren im Unternehmen als Netzkundenbetreuer im Flachgau. Ich beginne meinen Tag um 6.30 Uhr im Büro und beginne mit Kundenanfragen und diese arbeite ich dann über den Tag auf. Telefoniere viel mit den Kunden und meine Hauptaufgabe ist eigentlich die Verbindung die Anlage des Kunden mit der Anlage der Salzburg Netz GmbH. Die häufigsten Anfragen sind mittlerweile Ladestationen, sind es möglich, genauso Netzanschlüsse für Hausbauer, die sagen, ich brauche einen Netzanschluss, genauso auch PV-Anlagen. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Salzburg AG werden von Walter Steiner und seinem Team bestmöglich unterstützt. In den zentralen Einheiten vom Facility Management, Fuhrpark, sorgen wir dafür, dass wir alle, unsere Kolleginnen, bestmöglich im täglichen Leben unterstützt werden. Also wir stellen die Autos für die gesamte Salzburg AG zur Verfügung und die Büros und die Liegenschaften.
Clara Auer ist bereits seit 7 Jahren im Unternehmen und kümmert sich im Bereich Facility Management um die Projektkoordination. Ich unterstütze bei Projekten. Meine Aufgaben sind dort die Koordination mit Fremdfirmen, Termine, Ausschreibungen und Planungen vorzubereiten und zu koordinieren. Und im Zuge von Umbauten kommt es oft zu Übersiedlungen, die wir bei uns im Team planen und dann durchführen. Großes Projekt aktuell ist der Umbau innerhalb der Salzburg AG. Die Jobs im Department Local Offices und Ressourcenmanagement sind vielfältig. Bei uns kann man von allen möglichen Technikerinnen, also alle Sparten, Wasser, Strom, Wärme, bis hin zu kaufmännischen Qualitäten und auch natürlich im Netzkundenbereich Vertriebsaktivitäten sind bei uns gefragt. Mein Job macht mir besonders viel Spaß, dass jeder Tag anders ist. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Wir arbeiten sehr viel im Team, also wir sind alle Teamplayer und dann ist es natürlich schön, wenn man die Ziele gemeinsam erreichen kann. Bei uns im Department ist die Regionalität extrem wichtig. Wir sind in den Geschäftsstellen ganz nah an unseren Kundinnen. Wir brauchen in unserem Team kundinnenfreundliche Mitarbeiterinnen. Wir sind täglich im Kundenkontakt und das ist bei uns der große Fokus. Wenn Sie sich für einen Job in der Salzburg Netz GmbH interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin. Das war's wieder einmal vom Karrieremagazin. Wir wünschen Ihnen vom gesamten Team eine schöne Weihnachtszeit und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Auf Wiedersehen.